Guten Morgen alle zusammen. Es ist Frühstückszeit und ich habe schon ein halbes Brötchen gegessen. Ja, kommt davon, wenn man noch so müde ist. Und so viel quatscht. es gibt ein Panini-Brötchen und die vegetarische Leberwurst von Gubbio. Mmh. Was anderes, ne? Auf jeden Fall, ne? Also die ist echt sehr lecker, ne? Okay, ihr vergesst mein Geschenk von gestern. Ich habe was Neues, was anderes. Schaut mal. Gerade gekauft wie Depot. Lasst euch überraschen. Valentinstag probiere ich es aus. Hallihallo, meine Lieben. Willkommen zum, ja, kann man jetzt so gar nicht sagen, Mittagessen, Abendessen. Wir sind ernsthaft gerade erst wieder angekommen. Ja, ich habe ja kurz in der Stadt gefilmt, wir waren in der City. Ja, und wenn wir einmal so unterwegs sind, irgendwie kriegen wir kein Ende. Ja, das ist unglaublich. Und ich habe mir diese Jacke neu gekauft, eine Sweatshirt-Jacke. Das ist eine ganz dünne. Ja, die werdet ihr jetzt in Zukunft öfter sehen in den Videos, weil ich liebe die jetzt schon. Die ist sehr angenehm und einfach cool. Ja, das andere habt ihr schon gesehen, was ich gekauft habe. Lasst euch überraschen. Ich hoffe, es wird was. Wir haben... Oh, Jesus. Kurz vor 6. Und deshalb gibt es noch so Essen. Nämlich die Paprikapfanne. Die geht einigermaßen schnell. Da habe ich hier eine vegetarische Fleischwurst. Ja, die ist sogar aus dem Reformhaus. Mal ganz nobel und edel hier. Diesmal. Nein, ich kriege die nirgendwo mehr anders. So, Kaufland und Real, die gibt's irgendwie nicht mehr. Ja, wie gesagt, vegetarische Leberwurst, ja, genau. Fleischwurst. Hier ist eine normale Fleischwurst von meiner Mama. Zwei Paprika essen wir. Red and Yellow. Nudeln, falls ihr die seht. Und Gemüsebrühe brauchen wir noch dafür. Mehr nicht. Wasser habe ich schon aufgesetzt für die Nudeln. Ja, doch, eine Schalotte muss noch machen. Das hab ich vergessen. Haben wir dann hier einmal. Uhu. Gut. Dann fange ich jetzt an, nämlich mit der Fleischwurst. Ja, mit der Fleischwurst. Wir haben uns auch so was Cooles gekauft. Guckt euch das mal an. Yeah. Für Öl einfach so eine Flasche mit so einem schönen Verschluss hier. Dann hat man nicht mehr die Sauerei mit diesen Ölflaschen. Dann muss man einfach so zack. Dann hoffe ich, dass das hier nicht so runterläuft. Ja. Aber ich glaube nicht. Ja. Mm. Very good. Muss man jetzt nur Öl reinmachen. Na, das ist natürlich die Voraussetzung. Ich nehme eine halbe, ne? Wie man vielleicht schon gesehen hat. Okay, also appetitlich sieht sie nicht aus. Aber gut. Man soll ja keine Vorurteile haben, ne? Die habe ich da mal nicht. Schneide ich schon mal die Schalotte. Knoblauch und dann mit dem angebratenen Fleisch und was wie lecker das ist. Ja, können wir ja machen. Nur nicht wieder so viel wie bei dem Brokkoli-Blumenkohl-Auflauf, ne? Weil ja, aber wenn wir jetzt jeder eine halbe nehmen, ist das ja okay, ne? Dann brennt das ja jetzt, ne? Ja. Weil bei dem Brokkoli-Blumenkohl-Auflauf habe ich ein bisschen viel Knoblauch genommen irgendwie. Dann tue ich schon mal, bist du schon fertig? Haben wir doch nicht so ins Ohr. Zwiebeln musst du doch auch noch schneiden. Hab ich schon. Hast du schon? Dann kommt meine Veggie-Fleischwurst rein. Meine ist fertig. Wunderbar.
mal noch Brühe machen, wenn du Lust hast. Ich bin jetzt aber gerade wieder Knoblauchzehe zu machen. Ach so. Die nicht hier, ne? Ne, die kommen aber, die werden damit angebraten. Ach so. Ja. Dann kommt die Nummer an, Fleischschuss rein von meiner Mama. Die Pfanne ist noch nicht fertig. Siehst du deine gepresste an deine Knoblauchzehe? Ich nehme mich nicht. Ja. Dann kannst du die nicht haben da. Das ist mir sonst doch zu wenig. Das sind viel, ne? Ne, ich glaub nicht. Eins. Warum presst der eine Knoblauch und der andere schneidet ihn? Weiß ich nicht. Der Unterschied? Weißt du das? Mhm. Erzähl mal. Viel mehr Geschmack? Wenn man den schneidet. Ja, jeder Koch freut sich, wenn der würde nie eine Knoblauchzehe pressen. Nee. Mhm. Gut, dass wir keine Küche sind, ne? Ja, schmeckt jetzt trotzdem. Dann tue ich schon mal die Schalotte dazu. Und ich spiele Zwiebeln. Knoblauchpressen, wenn gleich Platz ist. Das ist ihre Vorspeise. Mmh. Ein paar Scheiben Fleischwurst mit Knobi drauf. Boah, was sieht denn das hier so? Da oben die Tasse. Mmh, mmh, das ist lecker. So Fleisch halt und so ganz krossiger Knobi da oben drauf mit Zwiebeln. Das ist die Erfüllung. Mmh, war noch ein bisschen was von. Vielleicht hast du keine Fleischwurst mehr. Ja, ich war extra die Scheiben geschnitten. Scherz. Achso. Der Knoblauch ist jetzt gut gemeint. Boah, das ist lecker. Also das sollen alle mal ausprobieren. Ja, da könnte man auch mal so als richtiges Essen machen. Ich brauche hier nichts anderes, ne? So, die Paprika sind fertig. Yeah! Yeah, rein damit. So, der Wäsche aufhängen, ne? Ach so. Das ist ja auch wieder auch nicht mehr Wäsche. Ne. Bam, bam, bam. Ich wage das nicht. Ich habe nach meiner Hauptspeise eh keine Nummer mehr. Nach meiner Vorspeise. Mmh, ah, du hast das Ding auf über der Herdplatte gelassen. Ja, kann ja auch nicht mehr so eng. Ich glaube, bei dir kann jetzt schon rein. Gemüsebrühe dazu. Das kommt ja auch. Und mehr Wasser noch. Also jetzt kommt Brühe, oder? Ja, machen wir noch ein bisschen. Oder doch. Ich weiß halt nicht. Decke drauf, ein paar Minuten kochen lassen, dass die Paprika weich wird. Ja, Deckel vor allen Dingen, ne? Gut, dass du einen Deckel hast. Ja, du doch auch. Ja, wo denn? Der hier. Was? Dann sind wir mal Glück an. Sicher, sicher. Mama, wo sind die? Oh. Mama, wo sind die? Oh. Das war's jetzt auch schon. Mehr wird nicht gemacht. Ein bisschen würzen bleiben. Nee, den Rest mach ich. Ein bisschen Würzen noch mit Salz, Paprika, Pfeffer und so. Und ja. Bam.
It's ready now. Lecker, lecker, lecker. So sieht's aus. Ja, I hope it schmeckt auch so. Das ist der Lauch von meiner Mama. Very good. Ja gut, dann guten Appetit. Danke auch so. Aha, bis morgen, meine Lieben.